Splatoon Online, neuer Part. Wir spielen. Was wurde aus dem Leiter der Online, Kundenzufriedenheit? Den hat 1 und, wir reden gerade über 1 und 1. Den hat 1 und 1 abgesetzt irgendwann, weil das so Internet-Satire wurde. Hab ich mal nachgelesen. Ich geb keinen. Okay, bye. Marcel Davis bringt's auch nicht bei mir. Ich hab Telekom. Bye. Ah, ich hab auch Telekom, Highspeed. Ciao. So. Wie Polis ist gerade rum. Ja, Internet-Satire-Figur, Digga. Ja, gut. So, das ist eigentlich Diskriminierung. Wobei, kannst du es unter Diskriminierung zählen? Weil in Deutschland ist ja eigentlich Satirefreiheit. Geht's. So, es hat 6 Zuschauer. Schreibt was gerne in die Kommentare, Leute. Ich hab wieder vergessen, meine Waffe zu wechseln, ey. Ich hab ja, gerne. Ah, Leon Kart geschrieben. Marcel Davis und 3 Herzen. Alles klar. Ey, Rudi, ich wusste gar nicht, dass du so ein richtiger Anime-Profi bist. Ja, wusste ich auch nicht, ey. Kuri, Alter. Russland! Kuri, ich hab gestern eine Anime-Figur bekommen, ne? Und? Wer war's? Sag jetzt nicht, sag wie dir das Demo. Sagt dir der Anime Spice and Wolf was? Nee, nicht. Musst du mit dem Move oder so? Nee, du kannst. Warum kennt diesen Anime fast keiner? Du musst nur dein Mikro aktivieren, also du musst diese Post-to-Talk. Du musst auf diesen blauen Post-to-Talk-Button draufklicken, da kannst du reden, Anton. Das ist also, das, was du machen musst. Kennst du dann Machi? Was? Was? Rudi, kennst du Mats dann Machi? Was kenn ich? Den Anime dann Machi. Gehört, ja. Ich bin nicht der Einzige, der den kennt. Kennst du den Anime Tokyo Ghoul? Gott, den kenn ich also sogar. Also wenn ich den jetzt nicht kennen würde, ne, da würde ich mich erschießen. Den kenn ich sogar. Kennst du den Anime Blotzy? Gehört, nicht geguckt. Das ist so ein Anime, da sind so Monster drin, die ernähren sich vom Menschenfleisch und da ist so ein Mädchen drin, das hat so ein Schwert. Das kann die nur, die kann diese Monster halt nur damit töten und wenn sie das Schwert irgendwie in der Hand hat, irgendwie ist die unsterblich. Also ist er da, wo die ganzen Menschen auseinanderreißen und ja. Schlick daraus machen? Ja. Ja, der ist cool. Ja, gut. Übrigens, wie ich auf der Gamescom war, konnte ich am Donnerstag am Discord-Stand mal dieses Videoset, was die da haben, ausprobieren mit einem Kumpel über 2 Computer, die da auf der, die da in der Halle ja, waren. Digga, ich hab dich gesehen auf WhatsApp, Alter, du bist ja ganz harter gewesen. Was? So. Du bist ja ganz harter gewesen auf WhatsApp, Alter. Wieso? Der ja, da wie du da saßt am Computer, Alter. Ja, nee, aber davon redest du nicht. Der Film mit Fox hier, ich hab mich kaputt gelacht. Ich geh nächstes Jahr wahrscheinlich auch auf die Gamescom hier und dann, wenn ich nächstes Jahr auf die Gamescom gehe, dann machst du auch einen Vlog mit mir, ja? Gerne. Weißt du, dann zeig ich dir, wie ich am Computer ausraste und dann siehst du hinterher, wie ein Laptop weniger auf der Gamescom existiert. Lol. Jetzt jedenfalls konntest du dich neue Videos bei Discord ausprobieren. Was demnächst dann mal assigned und das war richtig geil. Da besser funktioniert das Skype, kann man nicht beschweren. Subscribe to my channel. Was? Ey Junge, ich schwör's dir, Gamer, dein Bild mit Foxy, ich hab mich weggeschmissen vor Lachen, weil du so begeistert geguckt hast. Ey Kuri. Ja, ist so. Kuri. Ey, warte, Rudi. Hast du meinen YouTube-Kanal schon abonniert? Welchen? Mein YouTube-Kanal, hast du den schon abonniert? Welcher Knopf da ist, keiner. Also. Was? Wenn du Discord nutzt, Kind ist, tu gerade wieder was erklären, es redet nicht über YouTube-Channel abonnieren. Halt die Fresse, jetzt rede ich. Das ist mein Stream. Also, wenn ihr hier drin seid, bei mir im Kanal, im Sprachset, dann müsst ihr hier auf dieses. Ich muss kurz Cormac hier aushalten, sonst. Sorry, aber Yoshi Freak, man hört nicht, also wenn ich je oder Gamer redet, man hört das doppelt und da du die ganze Zeit den Sprachschild an hast, denke ich, dass man das von dir doppelt hat. Alter, ey, Gamer das ist doppelt. Also, hier, musst du hier auf dieses, du das hier dran zoomen, unten, wenn du das Fernsehen nutzt, auf diesen Button hier draufklicken. Wo Post to Talk sind, was man jetzt nicht lesen kann, was nicht scharf wird, aber hier auf diesem Button hier sieht Post to Talk, wenn du hier drauf stehst, dann redest du. Mich redet man gerade doppelt vermutlich, weil ich gerade da draufklicke. Wenn man wieder weggeht, redet man nicht mehr. Wenn man draufklickt, redet man wieder.
Easy, er sonst was. Ja. Ich habe auch Push to Talk. Ansonsten, und was du noch vielleicht drauf achten musst. Da hat der Drecksack ein iPhone. Und was du vielleicht noch achten musst, dass du hier unten das Mikrofon, man hat mich gerade doppelt, dass du hier das Mikrofon anhast und nicht aus hast hier unten. Dann dürfte es gehen. Junge, da hast du ja ein iPhone. Also, pass auf, ich sag dir von mir, natürlich, ich hab schon lange ein iPhone. Ich sag dir jetzt, wie man es ganz einfach regeln kann. Du gehst einmal auf deine C-Platte, gibst dann da oben einmal System 32 ein und dann diesen Ordner löschen. Der benutzt ein Handy, ne? Ach so, ja gut, dann geht's noch besser iPhone. Ja. Dann gehst du mal bitte auf Einstellung, gehst dann auf Werkseinstellung zurücksetzen. Ja, ganz geil. Ja, ey, Rudi, ich guck gerade auf deinen Kanal, du hast vor 11 Monaten nichts mehr gemacht. Doch, hab ich. Hass hat er. Schwör? Er hat neues erst noch Livestream gemacht. Das hast du im Fassenkanal im Visier. Ich hab dir auch mein... Ja, ein Alter. Hör mal, ich hab dir meinen neuen jetzt geschickt, hier bitte. Worauf? Discord? Ich hab grad Discord verstanden. Ja, Discord, hab ich auch gesagt, du Dödel. Ach ja, ja. So. Na, Jossel Freak hat geschrieben, gute Nacht, und gute Nacht, Jossel Freak. Bis zum Boot ist in guter Woche, wenn ich mit ungefähr da bin. Okay, das klingelt so, so laut, während ich hier gerade chille. Fuck, es ist mein Chef, wieso bleibt er mir nicht erspart? Fuck. Arbeiten am Sonntag, gleich bin am Start. Und damit meine ich, halt dein Maul, lass mich bitte allein. An alle übrigens, ich hab meinen neuen PC hier. Yay! Ja, wir können probieren, Anton, vielleicht kann ich neu starten. Doppelhörer raus rein. Weil selbst das am Morgen bin ich da schon Urlaub, noch nächsten Urlaub. Das heißt, ich komme erst in der Woche wieder. Aber wenn nicht funktioniert, dann bist du in der Woche. Du hast dann einen PC, was hast du da drin? Ein sexy Intel i7 7700K. Oh. Ein i7? Ja, i7, ja. Nice. Bist neidisch, ne? Ich habe auch einen geilen. Ja, i5. Ja, aber ich kann bis zu 4K streamen, also bin ich dann mehr zufrieden. Dings, du weißt, der i7, der ist, Dings, du kannst den für Gaming und für Rendering benutzen. Ja, natürlich, Rendering bist du im Vorteil, das stimmt. Aber... Deswegen brauche ich auch ein i7, weil erst, ich spiele ja nicht nur. Ja. Ich mache ja auch Videos hier mit, 1080x60 FPS und alles. Ja, ist auch gut. Das geht bei mir relativ schnell in Rendering. Sogar bei mir mit Bunny 5er geht so ein 1080p-Stunden-Video rendert in einer halben Stunde, nicht länger brauchst du. Dann bin ich einfach erst zufrieden. Rudi, ich hab die gefunden. Ja, schön. So, Robert K. fragt, ob du mitspielen kannst. Du kannst gerne mitspielen, Robert. Das Einzige, was du machen müsstest, wäre bitte ein bisschen abonnieren, weil nur die Abonnenten mitspielen können. Sonst... Ja. Sorry, aber es ist halt so. Sonst kannst du gerne mitspielen. Nach der Runde tust du einen Freundschaftscode zicken. Ist kein Problem. Willkommen in meiner Community dann. Ey, Gamer Coach, das hört sich so abogeil an, mit bisschen abonnieren, aber es ist schon so, weil wir haben festgelegt als Community, dass, weil es sonst unfair ist, wenn der Raum mal voll ist oder so, dass die Leute mitspielen, die nicht von nicht abonniert haben. Was wolltest du sagen? Gamer, das Einzige, was mir ein bisschen peinlich ist, sind momentan nur die 4 GB RAM. Gut, die sind... What's ja, aber Dings, da muss ich aber auch dazu sagen, als ich den gebaut habe, ne, du musst wissen, der RAM-Preis ist ja nach oben gegangen, wie verrückt. Ja, das stimmt. Aber ich hab 16. Von daher kann ich mir jetzt, ja Dings, natürlich, ich werde natürlich auch upgraden mit einem schönen, natürlich mit Kühlkörper von Ballistics natürlich, ne? Das mit abonniert, stimmt, da war was. Dann ist alles gut, dann laber ich nicht weiter. Dann gerne kannst du mitspielen, kein Problem. Ich dachte wegen Freund auf Freund, dass du neu bist, weil ich weiß es bei den 401 ist auswendig, sorry, aber cool, kannst gerne mitspielen. Tu dir jetzt meinen Code verrate, kein Problem. Letzten anderen sagt Equick, mich jetzt auch mit Vlog Equip, da mich vorhin gefragt haben. Ob ich wohl die Filme kenne, was? Was hey, ist Gamer, das? Ich würde ja am liebsten mitspielen, aber meine Strohhalmleitung ermöglicht mir das leider nicht. Okay. Und ich habe kein Splatoon 2. So, nehmen wir jetzt eine Weihnachtsanfrage an. So. Hey, weißt du, wo sich der Foxy aufhält?
Wurde ich irgendwo... Fox. Keine Ahnung. Beste, ne? Mystery Fox. Ja, das war Code. Ey, Gamer, bist du so nervös? Ich hier noch meinen alten PC hatte da auch einen Intel i7 gehabt. Du hast natürlich sofort gesagt, Intel i7, was für ein Scheiß hast du dir angelacht? Hm? Aber erst mit deinem kleinen i5 angeben. Ey, ich hab einen geilen i5, Labernis. Ich bin ja, damit zufrieden. Kommt drauf an, wenn er von der neuen oder von der alten Generation ist. Also wenn er von der neuen ist, ist er gut. Wenn er von der alten, dann... Ich bin der neuen. Ja, ich bin der neuen. Sonst könnte ich nicht in 4K streamen. Nee, aber du, ich kann jederzeit ausbauen. In 2 Jahren kann ich mir davon einen richtig neuen holen, ne? Ja, allerdings... das ist auch kacke, ne? Ich hatte seit einem Jahr, ne? Ich wusste gar nicht, ne, dass das überhaupt, dass der Sockel das Ding nicht mehr supportet. Ich musste ein BIOS-Update machen für meinen, aber allerdings... Ich könnte jetzt auch meinen upgraden hier, wenn ich einen anderen Prozessor haben möchte, der jetzt einen Sockel nicht mehr unterstützt. Irgendwie, ich müsste ein BIOS-Update machen, dann könnte ich den auch wieder einbauen. Ja, gut. Ey, geh mal, kommt ein weiterer Vlog oder Vlog? Ja, ein Vlog kommt noch morgen, vom zweiten Tag, wo Foxy dann dabei war. Der hat mir die Hälfte der Aufnahmen ruiniert, weil er seinen Kopf in die Aufnahme reinstecken musste und irgendwas sagen musste, ey. Aber ja. Hast du die Monobau rausgeschnitten? Morgen kommt ein... du, ich müsste noch schneiden. Mach es hoffentlich morgen. Ich hoffe, es schafft das von der meinem Urlaub. Aber ja, der kommt morgen. Ey, wisst ihr, was ich hasse am PC? Was? Mainboard-Treiber neu aufsetzen. Na. Da. Das ist jetzt ein... Oder verkabeln. Habe ich jetzt eine Anfrage bekommen? Nö. Man könnte kurz siehst du ja, ne? Genau, kannst du eingeben. Sehen die überhaupt ein paar Leute, die sich mit PCs auskennen? Ich könnte es gut machen. Ich find das geil, dass man, wenn man einen PC selbst zusammenbaut, da weiß man erstens, was drin ist, und zweitens kann man es halt jederzeit ersetzen. Ne, das ist das Geile. Also. Ich wollte erstens auch eine Wasserkühlung drin haben bei mir, allerdings irgendwie hat die aus irgendeinem Grund hier, was weiß ich warum, nicht reingepasst mehr. Obwohl es eigentlich für den neuen Sockel da angefertigt wurde, aber keine Ahnung, habe ich halt jetzt einfach diesen Box-Kühler genommen, da war ganz ehrlich, ey, wer schaut auf den CPU-Kühler, außerdem Kühlungen und Tattoo ist eigentlich immer die gleichen Werte. Bist das du? Ich denke mal schon. Ja. Mach mal wieder Mario. Vor allem bei Wasserkühlung. Anton schreibt, man Kumpel Leute, Helene Fisse. Ach Gott, dann BG Selbstmord. Kappa. Ist ein Marmaker. Vor allem hier bei Wasserkühlung ist die Gefahr, dass ja, im Stream. Ja, kommt. Ich meine, es kommt dann nächstes so ein Special, wo ich eure Fragen beantworte. Der nächste Part. Der kommt alleine erst, nachdem ich von Urlaub wieder da bin. Aber dann kommt der. Hab man es davor nicht mehr geschafft. Wohin gehst du? Dann mach ich den. Ich flieg in Urlaub, aber ich sag nicht wohin, weil... Warum? Kannst du das gerne nach dem Stream sagen. Aber jetzt nicht im Stream. Fliegst du nach Kakapuka? Was? Kakapuka. Flieg nach Grün. Gibt's das überhaupt? Ja, oder fliegst du auch ins Takatuka-Land, oder was? Ja, Takatuka unbedingt. Hey, ich flieg nach Takatuka, Leute. Ja, denkst, dann grüßt Pippi Langstrumpf von mir. Ja, genau den. Hey, Pippa Langstrumpf, will it will all up so sein. Hey, Pippa Langstrumpf. Alter, du hast die Kackserie geguckt? Ich kenn das. Natürlich. Pippi Langstrumpf hat meine Kindheit damals geprägt, wie ich ganz klein war und dumm war. Genauso wie eine Maya und Teletubbies. Hält mir jetzt alles okay, immer raus. Okay, Teletubbies war geil, aber das andere... Ja, du, kennst du noch, wie hießen die denn noch? Die einzigste Sendung aus der Kindheit, die ich jetzt immer noch schaue ab und zu, ist die Sendung mit der Maus irgendwie. Ja, ich auch. Und die einzige Sendung, die ich noch aus der Kindheit gucke, SpongeBob. Wisst ihr, welche Sendung ich damals immer im Kindergarten gesuchtet hatte? Welche? Kennt zwei Sendungen. Lazy Town sollte euch noch ein Begriff sein, oder? Ah, ja, ich komme auf Super RTL. Alter. Faul, ich bester Mann. Ey, Digga, sagt nix, der Typ hat Krebs, Junge. Echt? Ja. Weil du ja, weißt ja, diese Weird. Ihr kennt doch, glaube ich, diese ganzen Weird Number One Memes. Die werden nur die ganze Zeit wieder aufgekocht. Pass auf, die werden wieder nur aufgekocht aus dem einfachen Grund, dass die Leute für den Typ spenden, weil der Typ hat Krebs, nämlich Prostatakrebs oder so. Echt? Oh. Die brauchen $200,000 irgendwie, die haben 150.000 schon zusammen. Okay. Ich hoffe, der Typ, der wird gerettet, weil. Ist ein Typ aus Kindheit natürlich. Ja. Traurig. Der ist auch mal spaghetti. Der ist auch über 50 schon. Junge Rudi, jetzt ist die Stimmung schon wieder voll im Arsch. Ja. Aber wisst ihr, was ich auch vorher geschaut habe? Ich kann auch gleich wieder aus dem Arsch rausholen.
Ja, ich erkenne noch die Kinderserie Kleiner Einstein. Was, Schloss Einstein? Nee. Kennt ihr nicht? Kennst du noch Danny Phantom? Sag jetzt nicht. Ja, mal. Die gucke ich auch manchmal ab und zu, wenn die kommt. Wisst ihr, was früher auch mal geschaut hab? Hm? Wisst ihr, oh Gott, wie hieß denn die? Ich wollte gerade sehr viel hieß. American Dragon habe ich auch geschaut, ja. Die läuft doch immer noch. Echt? Die läuft immer noch? Ja. ProSieben Max, glaube ich. Es ist doch ProSieben Max. Nicht ProSieben Max. Nee, Auf ProSieben Max nur Anime, Fressenabend und was weiß ich. Und RAN NFL. Verdammt immer geil. Wie also, American Football. Abgesetzt? Junge, nix hier über die alte Serie Spider-Man. Ja, Spectacular Spider-Man. Hier steht, da ich guck kein Pippi Langstrumpf bei Hilfe. Ihr versteht mich da gerade alle übelst falsch, mies falsch, ganz ganz mies. Ich tu kein. Hier läuft auf Toon Disney, SRF, Super RTL. Junge, Pippi ist ein Körper auch mega geil. Ja, finde ich das ein Körper, das auch. Das stimmt. Ja, ey, Digga. Das ist ein Körper, was auch immer gern geschaut. Und Cosmo und Wanda natürlich. Nee. Hey, Cosmo und Wanda. Kennt ihr noch die neuen Folgen sind scheiße. Ja, und SpongeBob natürlich, ganz vorne ran. Kennt ihr Tough Puppy eigentlich? Junge, das ist der Shit. Und heutzutage, South Park, Simpsons. Kennt ihr Tough Puppy noch? Ja, Simpsons, die alten Folgen sind besser. Ja, aber... Und Family Guy. Ja, Family Guy natürlich. Family Guy, South Park, Simpsons, das sind so die Sachen, die Seisentrick-Sachen, die ist jetzt noch so... Komm mir nicht mit American Dad an, Alter. Ey Junge, der Steve, der ist der krasseste und Roger, Alter. Nix hier über Roger. Habt ihr Netflix oder sowas? Nächsten Monat kommt ein neuer Cast-Film raus. Kommt ich auch weiß, ein. Cast 3 Evolution. Ja, kommt dazu noch ein View-Spiel dazu. Das einzige View-Spiel, was noch seit Retail-Fassung. Junge, ich schwöre, ich guck so, ey, Cast 3 ist schon raus? Nee, am Arsch, noch Wartezeit. Aber als ob ihr das noch schaut, ich finde Cast ist irgendwie so eine Sache, immer dasselbe. So, finde ich persönlich jetzt so. Ey, Junge, die Filme, Alter, die waren der Shit, der erste. Ich weiß nicht, ob ich den geguckt hab. Cast 1 ist ja auch geil. Ja, stimmt. Da hatte ich früher mal voll Angst in einer Szene, wo dann diese Bulldozer waren das Rasenmäher. Ja, ja. Vor denen hatte ich früher mal voll Angst. Meinst du die fauchende Junge, ich hatte mal das Spiel gehabt, ne, und da gab es so ein Minispiel Traktoren erschrecken. Ich habe mir nicht getraut, das zu spielen. Ey, ich hatte da immer Angst vor dem Mähdrescher gehabt. Ich auch. Vor dem Mähdrescher gehabt. Ich hatte auch mal Angst vor dem Mähdrescher. Aber es war irgendwie voll funny anzusehen, wie die abgehauen sind. Ja. Das stimmt. Du, ich schwöre, der ist aber auch heftig. Ich hoffe, er ist oder der richtig am Austicken ist, ey. Ich war so dumm und hab mich sogar selbst ein bisschen gespoilert, weil ich den Clip, den Endclip mal ein bisschen auf Amerika, also auf Englisch schon gesehen, auf YouTube. Scheiße. Ja, geil. Zum Teil kann ich sagen, der Film geht sogar traurig aus. Mann, die Spoilern! Der Fall meiner war auch dabei. Wo warst du dabei? Gamescom oder was? Oder wie, wo warst du? Keine Ahnung. Ich muss den Film sehen, Alter. Der kommt nächstes Jahr. Dieses Jahr, Alter. Schwörst du, da geh ich mal ein Döner essen mit Foxy und der schwärmt erstmal von der Gamescom, ey. Was meinst du? Da geh ich erstmal mit dem Foxy ein Döner essen und der schwärmt da die ganze Zeit von der Gamescom, ey. Ich hätte den Jungen am liebsten... voll einen vor die Fresse gehauen. Ja, gut, du, es kann ja auch von der Gamescom, wenn du willst. Das war richtig cool, man hatte viele Stände, ich konnte Leute treffen, ich hab beim Discord-Stand, hab Discord-T-Shirt geschenkt bekommen. Richtig nice. Ich verstehe die Logik nicht. Im Fernsehen haben sie gesagt, die Leute sind schon um 6 Uhr morgens angekommen und haben sich beschwert, dass sie vier Stunden warten mussten. Ey, Junge, hat ein Foxy auch ein paar Fans abgekriegt? Nö. Was? Foxy, perfekt. Und... Ey, David, wenn wir uns dann sehen auf der Gamescom nächstes Jahr, vielleicht, ne, ich schwöre, dann gebe ich dir sogar Autogramme auf T-Shirt von mir. Ich habe echt schöne Unterschriften von mir, ja. Was hast du? Ja, ich habe echt schöne Unterschriften drauf, ja.
Est. Ja. Okay. Ey, aber Rudi, ist das Problem immer noch auf eurer Schule, dass die Lehrer euch immer abriechen? Was für abriechen, meinst du? Was? Ey, Junge, die schnuppern immer mit den Rauchern. Was, wer schnuppert? Ab und zu. Sagte mich meine Nachbarin. Herber direkt abschnuppern machen sie nicht. Ja, aber halt bei den Personen, die halt rauchen. Ja, Dings, aber finde ich auch so gesehen irgendwie richtig. Ja, aber in der Schule, Junge, ich stelle mir gerade so vor, du gehst da so rein auf einmal, die Haare so richtig nach oben gezogen. Was? Und dann, du bist sauber. Dings, aber, nee, so darfst du es dich auch vorstellen. Mit Schnuppern, was meine ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel merke, irgendwie du riechst nach Rauch oder so und du bist halt ein auffälliger Schüler, sag ich jetzt mal, sprich, du baust permanent Scheiß oder so, dann ist klar, sagen sie, komm mal her und dann riechen sie mal kurz in deine Jacke oder so, vielleicht, du weißt, was ich meine, so. Und alles klar. Ja. Fuck. Ich wurde getortet. Also, du kannst jetzt nicht direkt vom Abschnüffeln sprechen oder so. Ja, komm mal nicht. Also, so übertreiben wir uns jetzt mal. Unangenehm, Alter. Sollen die doch, die Kinder können doch machen, was sie wollen. Ja klar, genau. Und dann, wenn du später eigene Plagen hast, ne, die sind auch 13 Jahre alt und die rauchen, dann sagst du auch einfach so, ach, meine Kinder können doch machen, was sie wollen. Ja, aber das sind ja nicht ihre Kinder, das sind ja nur einfach Schüler. Ja, das Junge, stimmt. Junge, der Lehrer selbst muss auf die Plagen aufpassen. Ja, wenn Schlangen die nicht, ja, aber nur wenn die im Unterricht rauchen. Wenn die nicht im Unterricht rauchen, kannst du dem Lehrer vorbeigehen. Ja, es ist so. Oder auf dem Schulgelände, ja. Das ist eine Ganztagsschule, da ist Erziehung gefordert. Oh. Ja, ist Hund, aber... Ja, ich hab auf meine Klöte machen die noch einen Scheißdreck an? Eigentlich schon. Ja, nee, ich find's richtig, ganz ehrlich, dass das kontrolliert wird. Ja... Ja, warte, ich bin gleich wieder da, ich mach mir mal kurz auf stumm. Mach das. Sag mir, wenn du eine Gamer-Couch, hättest du eine große Familie. Und du hast da Kinder und alle rauchen. Ja, das ist uns scheiße, aber weißt du, das ist eine Sache, der sollte nicht die Eltern drum kümmern, ja. Es muss klar bleiben, auf einer Schule darf nicht geraucht werden. Ja gut, das darf, ja, das ist so, aber weißt du, in Pausen, klar, wird bei uns auch kontrolliert, aber die riechen nach der Pause, ob die geraucht haben, pff, ja gut. Ja, das ist mir so vorstellen, die gehen einmal so an die ran und riechen, sprich, die Qual, also die Schüler bei uns qualmen ja so stark meistens, dass du schon wirklich riechst, dass die geraucht haben. Okay. Anton schreibt, mein Kumpel ist gleich baden. What the fuck? Ihr geht um 23.06 Uhr baden. Wo seid ihr? Das ist da nicht bei euch dunkel nachts, das ist interessant. In Australien, weiß. Nee, weil er war mit mir auf der Gamescom Donnerstag, Mittwoch. Wo uns hat's weitergefahren? Das ist. Warte ich mal das hier, in Katzburg gerne WhatsApp schreiben, wenn du es hier nicht öffentlich schreiben willst. Wieso bin ich eigentlich noch in Discord drin? Wieso bin ich hier noch auf Discord drin? Auf dem Handy? Und wieso hat man mich gerade doppelt? LOL. Ja, ich weiß wieso. Warum ist die Gamercoach Petsack 2.0? Ja, weil ich es kann. Los bei dir. So, Handy aus. LOL. Nee, 24, in dem Pool, ja, es ist dunkel, ja, cool. Leute, erinnert mich bitte wirklich nach der Runde dran, dass man meine Waffe wechsle. Ich sage das jedes Mal. Vergesst ihr das jedes Mal. Hättet ihr Bock, morgen früh auf einen Zelda-Stream, ein kleines bisschen so? Du redest. Ich kann leider morgen nicht. Für die können. Weil ich muss voraufnehmen. Ich muss mal kurz weg, ne? Ich bin gleich wieder da. Okay, ist gleich. So. Woody noch da? Nee. Ich glaube, der ist jetzt gegangen, ne? Hm. Welche Uhrzeit? Was sei denn jetzt so Szene? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Weiß ich jetzt noch nicht.
an, wie lange ich es nur mache, wenn ich ins Bett komme. Also vielleicht auch 11, irgendwie so zwischen 10 und 11. Ah nein, das ist unnötig. Ey, aber ich bin immer noch so fasziniert von den neuen Capsa-Cards von Elgato, die auf der Gamescom gezeigt haben. Die für Karkan, die ist so geil, die werde ich mir definitiv holen. Ich meine, da kann ich ja meine Konsolen-Gameplay hochskalieren auf bis zu 4K-Auflösung, ey. Das wird cool. Das wird richtig cool. Es gab mich dann auf. Okay, ihr habt Maris, ich schreibe das überdings an. Kein Problem. So. Gott, die ist jetzt langsam. Also, meine lange Zeit auf meinen jetzigen Gaming-Sessel verbringen wird es ungemütlich. Deshalb hole ich mir jetzt auch nächste Woche, wenn ich wieder da bin von Urlaub, bestelle ich mir immer so einen richtig, richtig coolen Gamer-Sessel. Den gönne ich mir jetzt. Weil das immer viel angenehmer wie dieses Gedöns, auf dem ich jetzt sitze. Und das macht einfach auf Dauer viel, viel, viel mehr Sinn. Also geh mal, du kannst ja gleich noch ein bisschen Mario Maker. Und wen? Naja, theoretisch wird die nächste Folge ja die Special-Folge, wo es Dings. Fragen beantwortet, aber ich habe noch nicht genügend Fragen bekommen irgendwie. Ja, wo kann man dir denn Fragen senden? In dem letzten Video. Vielleicht mache ich das wirklich noch ein Part. Aber Fragen kannst du mal unter dem letzten Mario Maker Parts Fragen stellen. Viele Fragen. Warte mal, ich guck mal einmal kurz. Der letzte Mario Maker Part vor 2 Wochen. Wann ist. Da heißt irgendwas von Stellt mir Fragen oder so, also. Okay. Nimm jetzt pressen, Rest gleich. Stupfanden. Also mit dem so wird es in den nächsten 3 Wochen weitergehen? Nee. Der hieß. Muss ich nachsagen. Stellt mir eure Fragen, habe gefunden. Sehr schön. So. Das war's dann jetzt an dir dann auch. Mit dem Spaß per Tool, da ist im Vergleich zum letzten, der kam deutlich kürzer. Aber was soll's. Ich meine, wenn ihr es anschaut, wenn es fertig gerendert ist, bin ich eh in Urlaub. So denn. So. Es geht jetzt vermutlich gleich noch mit einer. Ja, jetzt kommt jetzt noch eine Runde Mario Maker, jetzt dann gleich, dem jetzt pressen, bleibt dran. Gleich geht's weiter mit Mario Maker. Und ansonsten sag ich, hau bis zum nächsten Mal. Aber bleibt dran, gleich kommt noch Mario Maker. Was? Ich mach. Yay! Yeah! Gleich wieder da.